35 Gespanne aus 13 Nationen am Start in Erbach bei Ulm. Das hielt die Startmaschine nicht aus. Kaum zu bändigen waren die Russen. Sie wollten unbedingt davonbrausen mit ihrer im Zweiten Weltkrieg eroberten BMW, heute Ural genannt. Hier sind sie. Beim zweiten Versuch klappte es. 34 Gespanne, alles Viertakter, jagten mit dumpfem Gebrumme davon. Den besten Start hatten die Holländer, den Bigela van der Biel, gefolgt von den Österreichern Schneider und Fink. Zwei Runden wurde im ersten Lauf um die besten Plätze gekämpft. Unglaubliches wurde von Mensch und Maschine verlangt. Am meisten zu bewundern waren wieder einmal die akrobatischen Leistungen der Beifahrer. Nummer 8 Schneider für die Führung. Um den zweiten und dritten Platz gab es harte Duelle zwischen den Gespannen Krockhüser und Bohrenschacher. Gespannrennen zieht immer mehr Zuschauer an, denn hier sieht man noch was, anders wie bei Straßenrennen. Hier die Spitzenreiter Schneider und Fink. Verursachten hier eine kleine Massenkarambolage. Unterdessen jagten die beiden Gespanne 8 und 1 allen anderen davon. Beobachten wir einmal einige andere Fahrer. Startnummer 11, zwei Finnen. Lindgren Balulieri mit ihrer Nordhorn Wespe. Startnummer 24, die Belgier Van Bellingen und Holländer. 33, die deutschen Gebrüder Buckenmeier. Dann Startnummer 15, die Engländer Good und Rickson. Dann Startnummer 6, Keller und Frös aus Liechtenstein mit ihrer Wesley Quest. Zwei
Belgier, Descort und Dorfs. Jetzt ein deutsches Gespann, Bichler, Steinbach. Start Nummer 13, zwei Schweden. Silvan und Persson auf Nordhorn. Beobachten wir noch einmal die beiden Finnen mit ihrer Nordhornwespe. Dann noch einmal die beiden Schweden, Silvan und Persson auf Nordhorn. Die Sieger des Erntenlaufes, Schneider und Fink aus Österreich auf Wesslig Wesp. Dann die zweiten, Grockhüser aus der Schweiz, ebenfalls auf Nordhorn Wesp. An 12. Stelle die Russen mit ihrer Ural. Fahrerisch gehören sie zur Weltspitze, bräuchten nur eine andere Maschine. Einstündiger Pause wurde der zweite Lauf gestartet. Hier wieder eine Zeitlupenaufnahme. Schneider Fink setzten sich sofort wieder an die Spitze vor Grockhüser. Schneider Fink gefolgt von Grockhüser. Hier das übrige Feld. Vor dem Rennen kritisierten die Fahrer den Erbacher Kurs, der kaum Möglichkeiten zum Überholen bot. Start Nummer 4, Rückbüßer, gefolgt von Böhler Beppinghaus. Böhler und Beppinghaus waren 1977 Vize-Europameister und 1978 Vierte in der Europameisterschaft. Beobachten Sie einmal die Startnummer 8, Schneider und Fink, die hier immer noch führten. Aber die mehrfachen Europameister Grock und Hüser kamen immer näher. Jetzt nur noch wenige Meter.
immer noch vor der 1. Unglaublich, was diese Männer leisten. 30 Minuten kämpfen sie mit den 80 PS Kolossen. Wie schon so oft gesagt, Motocross-Fahrer zählen für den Schwerstathleten. Das sind die beiden, Ohren und Schacher. Sie wurden Gesamtdritte. Dann Start Nummer 2, die Gebrüder Bollhalter aus der Schweiz. Sie wurden in beiden Läufen Sechste. Dann Start Nummer 28, wieder zwei Brüder, Freund aus Frankreich. Auffällig ist bei den Gespannrennen, dass viele Brüder miteinander starten. Kurz gegen Ende des Rennens übernahmen die Schweizer die Führung. Hier. Das sind wieder die Vize-Europameister Böhler und Ebbinghaus. Hier wieder die Russen. Ihrer weit unterlegenen Ural. Aber sie kämpften eisern bis zum Ende. Dann wieder Zeitlupenaufnahmen. Hier die Startnummer 8 zurückgefallen auf den zweiten Platz. Belger van Bellingham, Holländer. Und hier zwei Holländer, van der Laan Wiel und Jaap van Vliet. Start Nummer 5, Bechtold und Kieser aus der Schweiz. Es war ein schönes und gut organisiertes Rennen in Erbach. Auch das Wetter machte mit. Viele tausend Zuschauer sahen spannende Kämpfe. Besonders umjubelt wurden die Europameister und Sieger, die Startnummer 1, Grock und Hüser. Ebenfalls bejubelt wurde die Startnummer 8, Schneider und Fink aus Österreich. Zeitlupe. Kommen wieder die beiden Deutschen, Böhler und Ebbinghaus. Wie jeder seine Spur findet. Hier am Ziel sind die ersten Gespanne schon durch. Ein schweres Rennen geht zu Ende. Wie hart gekämpft wurde, sieht man hier.
Kurz vor der Ziellinie wurden die Russen von der 11. auf die 12. Stelle zurückbefördert. Der Zielrichter hatte noch einmal Glück. Das waren die Sieger von Erbach. Grock Robert und Hüser Andreas. Sie wurden 1978 zum 5. Mal Europameister in der Motocross-Gespannklasse von 500 bis 1000 Kubik. Zweiter wurden die Österreicher Schneider und Fink, den dritten Platz belegten Bohrer und Schacher aus der Schweiz.